Wir sind schon wieder auf dem Camp Space gelandet, aber der war so verlockend. Wir waren nämlich auf der Fahrt nach A. Und dann war er da. Er stand da einfach. Da muss man hier einfach anhalten. Und jetzt ist es auch noch richtig cool. Und wir haben Bali gefunden. Sehr geil. Von der Rezeption. Der junge Mann war so nett und hat mir mein Fährticket ausgedruckt. Das soll nämlich ausgedruckt werden. Eigentlich ziemlich dämlich, so mit papierlosen QR-Code, aber nun gut, es ist ausgedruckt. Und jetzt haben wir eine Fähre gebucht und fahren in 2 Tagen von Moskenes nach Boda, hat er gesagt, heißt es. Nun gut, ziemlich cool. Und dementsprechend sparen wir uns nämlich ganz viele Kilometer, um dann über die gesamten Lofoten wieder zurückzufahren. Das hat man nämlich nicht vor. Und haben genügend Zeit für... Oh, sehr geil. Ja, jetzt genießen wir hier mal so ein bisschen. Jetzt werde ich hier gleich mal so meine Routine fahren und Abendessen machen und so. Und dann geht's weiter. Ziemlich cool. Morgen! Wir haben fast gut geschlafen. Heute ist ein bisschen windig. Also es war heute Nacht so windig. Ich würde mal sagen, das waren so Böen 80 km/h. Für alle, die schon mal im Dachzelt geschlafen haben, wissen, was das bedeutet. Ich glaube, das Magellina hätte durchgehalten. Heute aber haben es hat wir sich alle nicht mehr gut angefühlt. Drinnen geschlafen und Kadi. Alle drei. Ja. Wie hat es sich für dich angefühlt da oben? Ich habe den Mund voll. War nicht so gut da oben? Also du hast aber seelenruhig geschlafen. Du warst schon krass. Also, ich habe immer gespürt, auf jeden Fall, wie der Wind aber, zwischen Papa? Caddy und Dachzelt unten durchpfeift. Das habe ich gespürt. Ja. Papa, aber Caddy gut. Ja, und Caddy war super. Ich sag ja, Leute, kauft euch einen Caddy. Ist viel besser. Ich hatte dann schon Szenarien, die möchte ich jetzt irgendwie nicht mehr erläutern vor dem Kind, was passiert. Wenn man nur gedacht, das Dachzelt hält, aber hält auch die Halterung, die das Dachzelt unten befestigt am Auto. Das war eher so meine Gedanken.
Die hält schon. Dann haben wir nachts um halb, kurz vor drei war das, ne? Mhm. Hat quasi Olli uns dann zum rausgeschmissen. Herr Kotz sich so Sorgen gemacht. Und dann kam eine Sturmböe und dann habe ich gesagt, okay, hol das Kind erstmal runter. Mami, es gibt in echt Mucklas. Mhm. Ist dir das schon aufgefallen? Wirklich jetzt in echt. Ich will ja auch ehrlich sein, ich habe mir mehr Sorgen ums Zelt gemacht als um meine Familie. Nein, natürlich nicht. Aber ich habe mir tatsächlich Sorgen gemacht. Ich wollte nicht, dass das Zelt kaputt geht. Passiert wäre nichts. Aber wenn der Stoff reißt, dann ist unser Roadtrip ganz schnell beendet. Oder wir kaufen noch einen Wohnwagen oder so ein Quatsch. Und ganz ehrlich, ey, darauf habe ich keine Lust. Vor allem, wo übernachtest du? Auf den Lofoten kannst du dir auch nicht mal eine Übernachtung im Hotel, also in so einem Häuschen leisten. Und um die Uhrzeit gibt es sowieso nichts mehr, ne? Na, das sei mal dahingestellt. Hm. Wie das Hotel kurz vor Norwegen, wo die Nacht 400 Euro gekostet hat. Mhm. Nun gut, wir frühstücken jetzt mal und dann fahren wir nach. Oh, oh, oh. Du sollst die besten Zimtschnecken geben. Mhm. Und dann nehmen wir euch wieder mit. Vier Stück für 20 Euro haben wir gehört. Ja. Aber ich weiß, dass in den Cornflakes Honig drin ist, Papa. Mhm. Ja, das stimmt. Ach so. Da ist da auch und der Hendrik, der Ritzelkeller, der ist mit seinem Fahrrad irgendwie über Finnland ans Nordkap und so gefahren. Und der war dann auf den Lofoten und hat gegessen Fischbrötchen und ein Bier für wie viel? 46 Euro. Ja, 46 Euro für ein Fischbrötchen und ein 30 Bier. 30 Euro das Fischbrötchen und 60 Euro das Bier. Ja, das ist auf jeden Fall ein Schnapper, ne? Mhm. Genau. Übrigens, das Camp hier habe ich bezahlt jetzt, ich glaube, 28 oder 29 Euro ohne Dusche. Aber na gut, ist meistens so. Aber soweit ganz cool, bis auf Sandfliegen am Strand und krassen Wind gibt es eigentlich nichts zu meckern. Es gibt ja immer irgendwas, aber das waren die zwei Knackpunkte. Die restlichen waren echt cool. Und hier vorne gibt es Burger, die kosten, was hast du gesagt, 16 bis 18 Euro oder so Stück. 16 bis 20 Euro. Mm, ja, da gab es, habe ich gelesen, der war bestimmt geil. Burger mit Schrimps. Hm. Hm. Ich weiß, du isst kein Fisch, aber... Mama, können wir hier Honig reinmachen? Da ist doch schon Honig. Nun gut, Honig, wir essen mal auf. Geht's los. Okay, wir haben gerade eine total verrückte These aufgestellt. Wir hätten gern den Campspace aus Jokkmokk an diesem Strand und ich habe dann gesagt, okay, ich tausche 50% Wind gegen 50% Mücken oder alternativ sogar 100% Wind gegen 100% Mücken und dann gehen wir einfach Thermazell kaufen. Auch wenn jetzt ganz viele von euch sagen, das ist ganz schlecht und so, aber ey, bei so vielen Mücken und die sind so groß wie Hubschrauber, ich glaube, da ist Thermazell angebracht. Das gibt's ja nicht umsonst. Vor allem habe ich gestern noch gesagt, naja, wenn du die eine Nacht hinter dir hast, dann schaffst du alles. Ja, und dann kommt doch die härtere Nacht. Wind, das war schon krass. Da sind wir. Im relativ letzten Örtchen auf den Lofoten. Jetzt gucken wir mal, was es hier so gibt. Aufkleber gab es schon mal nicht. Parkplätze schwierig. Und ganz ehrlich, es ist einfach extrem überlaufen. Es ist wirklich überlaufen. Und da muss ich natürlich auch noch jeder Joghurtbecher im XXL-Format durchquetschen. Naja, ist nun mal so. Da drauf,
Aber mehr Platz gibt es hier halt nicht, ne? Und eigentlich ist es gar nicht geil. Es sieht ganz schön aus. Das ist definitiv so, aber es liegt extrem viel Müll rum, hat Janine auch gleich gesagt. Und im Prinzip gibt es eigentlich nichts. Also viel ist hier nicht. Dementsprechend wird unser Aufenthalt relativ kurz sein hier. Wir suchen mal noch die Bäckerei. Hier soll es nämlich die coolsten Zimtschnecken geben. Stück 5 Euro oder so. Vielleicht finden wir die. Und dann werden wir, glaube ich, in die andere Richtung fahren. Weil weiter geht ja nicht. Und was hast du da? Wir haben Zimtschnecken gekauft für Stück 5 Euro. Schlackern euch die Ohren, uns auch. Aber uns wurde gesagt von Henrik, wie heißt dein Instagram-Account? Ritzelkiller. Genau, der ist mit seinem Fahrrad die ganze Zeit unterwegs und der hat uns gesagt, er hat hier die besten Zimtschnecken gegessen. Wir werden sie jetzt testen. Ich bin schon aufgeregt. Wir schauen mal. Bin gespannt. Was ist das für eine Zimtschnecke? Eine. Also bei 5 Euro muss man langsam essen. So geht langsam essen. Mhm. Also vom Optischen her ist es schon mal wesentlich schöner als die in Schweden. Geschmack schmeckt auch gut. Ich habe gedacht, ist noch ein bisschen weicher oder so. Was sagst du? Ein bisschen so furztrocken wie ein Brandbrötchen, aber. Oh, da ist eine Hundeschlacht da drüben. Genau, trocken. Das ist es. Es ist mir alles sehr trocken. Ticken zu trocken. Mhm. Da waren die, die ich mal gebacken habe, besser. Ja. Wahrscheinlich brauchen wir noch einen 8 Euro Kaffee dazu. Aber es schmeckt schon gut. Also der Teig ist schön fluffig und weich. Mhm. Ja, cool. Dann hören wir mal auf, sonst wird es noch ein Auf-Eating-Video. Wir laufen jetzt mal wieder Richtung Parkplatz und fahren mal in den nächsten Ort und essen dort hoffentlich keine Zimtschnecken für 5 Euro das Stück. Aber wir müssen mal unbedingt einkaufen. Wir haben nämlich fast nichts mehr. Es wird also nochmal spannend. Wobei wir schon gesehen haben, dass viele Sachen gar nicht wirklich teurer sind als bei uns. Hauptsächlich die Luxusgüter, ne? Nun gut, laufen wir zum Gustav.